Hallo meine Freunde des EE3-Gewehrs und willkommen zurück zur Let's Play Star Wars Battlefront. Ich grüße heute den Ben, ich grüße außerdem den Finn, ich grüße Levi und auch noch Luna. Luna ist ein Hund und diese Angaben sind wie immer mit Gewehr in dem Fall. Also langsam kann ich mich hier sogar mit Zallis anfreunden. Also selbst hier läuft es ja, ich würde nicht sagen brillant, aber es läuft doch so, dass ich nicht dauernd Grund zum Rumschreien habe, sagen wir es so. Oder Grund zum Haare raufen oder was auch immer. Weg mit dir. Und du gleich noch hinterher. Du hast leider eine Impulskanone, die du auch geschickt einzusetzen wusstest. Was mich dann leider das Leben kostet. Da ist direkt neben meinem Spawnpunkt gerade auch schon wieder so eine Kontaktgranate-Mine hochgegangen. So eine. Naja. Mies, mies, was die hier alles immer drauf haben. Einfach mal noch eine Granate da rein, oder? Wenn die da unten alle sind. Ach, das ist ein Geschütz, da steht da. Ja! So knapp! So mag ich das. Naja, ganz so knapp brauche ich auch nicht immer, aber... Schön. Wo ist der andere Kellerchen? Ist irgendwie mit drüber geflogen. Genau, da sind die Rebellen. Da ist der Rebellenabschaum. Da sind sie alle hingelaufen. Da oben sind welche. Da schmeißen wir noch was hin. Die Musik wird schon so laut, dabei ist es noch gar nicht vorbei hier. Dabei ist es doch noch gar nicht vorbei hier. Ich versuche mal nach oben zu kommen, wo die alle sind. Da zum Beispiel hin. Jawohl, mit dem Kopfschuss ausgeschaltet. Merkmal Stufe 2. Herrlich. Herrlich. Oh, oh, ich werde angeschossen. Merkst. Und haben nicht mehr viel Zeit. So, ja, wir sind hier echt gerade erstaunlich am Verlieren. Obwohl ich hier mein Bestes gebe. Aber das wird wahrscheinlich auch nur eine... Okay, da wären sie dann alle gekommen. 11-7, eher so bei uns im Team, aber das hilft nicht. Das hilft nicht, wenn der Rest es nicht rafft. Ja, ich kann auch schießen. Komm, jetzt ein Double Kill. Ach, verdammt, ich hab gedacht, ich krieg den Typen, der da gesniped hat. Kommst du nochmal raus, du Sniper-Typ? Der kommt auch, glaube ich, nicht mehr raus, da oben aus der Ecke. Nee, der hat sich jetzt auf diese Ecke hier beschränkt. Ah ja, komm ruhig raus, ich sehe dich. Schade, er kommt nicht mehr raus. Ah, jetzt ist er tot. Jetzt hat ihn wer anders erwischt. Umso besser, umso besser. Na, jetzt nochmal hier nach oben. Schade, dass wir die Runde verlieren. Ich habe mich echt bemüht. Ich habe versucht, alles zu geben und es war auch bisher wahrscheinlich die beste Runde, die ich jemals auf Sallis abgeliefert habe. Also zumindest auf der Karte hier. Aber selbst das Beste ist manchmal nicht gut genug. Wo ist er hin? Da ist er hin. Wollte er wegfliegen von mir. Hat ihn aber jemand anderes schon gekillt. Auch gut. Da kommen sie nämlich alle, deswegen haue ich die mal nach da unten, die Granate. Und gehe dann außen rum. Ja, hat zumindest einen angekratzt gehabt. Jetzt kommen sie wahrscheinlich, denken sie, ich komme von der anderen Seite. Oh, machen unsere Sachen hier kaputt. Das machen wir aber nicht. Also wenn man die Überladung anmacht, da haut das Ding schon ordentlich rein. Nicht ganz. Wo sind sie denn alle schon wieder? Schade, dass wir hier nicht... Wir können auch hier gar nichts aufholen. Ah, da war schon eine Blindgranate irgendwo. Schaut es bei euch aus, ihr braucht doch bestimmt Heilung. So, bitteschön, nochmal eine Heilungsserie oben drauf gegeben. Hat auch nochmal 50 Punkte für mich gebracht. Und jetzt gehen wir gleich... Jetzt geht gleich alles hier unter. Auch wenn ich echt tapfer gekämpft habe. Und auch ein bisschen stolz fast bin hier auf meine Runde. Ich weiß, das ist natürlich für die Battlefront-Meister unter euch jetzt nicht ganz so grandios, was ich hier abgeliefert habe, aber... Für mich ist es gut. Ich bin zufrieden damit. Wo sind denn die letzten? Einen müssen sie noch killen von uns. Ich glaube, das bin nicht ich. Es wird auf jeden Fall noch fleißig gekämpft. Ja, und den haben sie auch gekillt. 30 Unterschied. Trophäe, das Ziel vor Augen. Ach so. Wahrscheinlich, dass ich Teambester bin und dann trotzdem verliere oder so. Keine Ahnung. Fast wäre ich sogar Spielbester geworden. 14-8. Auf Sallis. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich wollte ich schon wieder den... Ja, da, meiste Kills. Ich kann das nur... Ah, ich habe die meisten Kills gemacht. Wahrscheinlich meiste Kills gemacht und trotzdem verloren. Ja. Hilft auch nichts. Hilft auch nichts. Meiste Kills, nicht Assist. Meiste Kills, ja. Ich stand mal oben auf dem Treppchen. Das freut mich gerade überaus. Ah, doch. Wenn man sich mal auf eine Waffe festlegt und mit der dann immer kämpft, dann wird das auch skillmäßig irgendwas. Und ich glaube, ich bleibe auch bei der dritten Person Perspektive hier. Weil mit der läuft es dann meistens, habe ich das Gefühl, dann doch nochmal besser als in der First Person. Irgendwie habe ich da mehr Übersicht oder muss da nicht ganz so präzise zielen. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, 15 Sternkarten haben wir auch verwendet. War ordentlich. Sagt momentan, ach komm, da geht noch was. Da geht noch ein bisschen was hier. Mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Den wir jetzt aufs Zallis waren. Sollen wir zumindest alle Planeten mal durchschauen? Weiß gar nicht. Oh, so viele Planeten gibt es ja auch nicht. Hier im Battlefront.
Ah, Tatooine mal wieder. Oh, auf der Karte war auch lange nicht mehr. Die Karte kenne ich nur von Helden vs. Schurken. Da kam die Karte extrem oft dran. So habe ich die gar nicht mehr so lange gespielt. So, da la. Explosiver Schuss, Thermal, Imploder, Despass, soweit alles. Da können wir mal gucken, was wir freischalten können, wenn wir die entsprechende Stufe haben. Ja, da können wir uns ganz viel Zeug kaufen, was ich alles nicht brauche, weil ich es mir alles nicht leisten kann. Genau. Ja, den habe ich sowieso hier. Sturmtruppler in weiß. Oder mit einem schwarzen Ding. Was? Ach ne, das sind bloß wieder andere Frisuren. Das ist bloß wieder so. Sturmtruppler schwarz. Ja, ne. Oh, das ist doch ein anderer? Ne, das ist doch bloß wieder eine andere Frisur. Ne, Scout-Truppler, das hier oben sind bloß andere Frisuren. Das sieht nur. Das will nur so tun, als würde das hier. Aber die richtig coolen Sachen kommen da unten erst. Also, das erste ist der Scout-Truppler. Den, glaube ich, nehme ich dann, wenn ich Stufe 40 bin, oder? Ja, so ein Captain hier wäre natürlich auch nicht. So ein Sturmtruppler in Orange wäre natürlich auch nicht schlecht. Na egal. Genug geträumt von Stufe 40. Momentan sind wir Stufe 39. Und um Stufe 40 zu nehmen, werden müssen wir natürlich erstmal was reißen im Dünenmeer. Da müssen wir etwas mehr reißen. Na dann. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da ist keiner. Das ist einer von uns. Vielleicht sind die Gegner. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Nee, das ist einer von uns. Der da gerade in den Sand gebissen hat. Gesehen. Hab dich gesehen. Hab dich gesehen. Hab ich dich erwischt. Hm, nö, da ist nichts los. Dann gehen wir nochmal in die Richtung. Da ist doch bestimmt noch was los. In der Richtung. Da fährt ein lustiger Sandcrawler fährt da entlang. Da ist nochmal Jabba's Segelbarkasse. Kann er hier auf die drauf? Okay. Ich habe ganz viel gekämpft, um das zu testen, ob man da raufgehen kann auf die Segelbarkasse. Ah! Heilen! Von wo? Wo wurde mir da schon wieder was um die Ohren geschmissen? Von da oben, ja genau. Von da oben wollen sie uns killen. Ja, das haben wir schon besonders gern. Ja, und du auch noch gleich hinterher. Komm her, komm. Jawohl, ich habe ihn oben noch erwischt. Aber da kommen leider noch mehr. Oh nee, die stellen sich alle schon wieder da oben. Oh, wie ich das hasse, wenn sie alle da oben stehen. Weil mit dem E3 komme ich damit auch ganz gut klar, wenn sie da oben stehen. Ich kann die da durchaus runterschießen, so ist nicht. Aber ich finde es halt langweilig einfach, wenn die sich da irgendwo hinkämpfen. Fertig werde ich damit schon. Daran scheitert es nicht. Ich habe hier auch durchaus Deckung. Ja, du. Nein, nein, nein. Nein! Ich habe gesehen, dass es Grüne kommt, aber ich habe gedacht, ich kann ihn killen, bevor er schießt. Fazit, ich konnte es nicht. Ah, da drüben kommen welche und gleichzeitig sind oben natürlich auch noch welche. Na, komm, geh weg. Ich hab den doch. Ja, wollte schon sagen. Was? Was? 8 Lebensenergie. Den Assist bekommen. Was? Was? Wer schießt von hier schon wieder rum? Was? Ey, auf, hört auf, hört auf, ihr mich zu schießen. Aber jetzt immerhin ganz. Was ich mir jetzt ganz gut angewöhnt habe, ist, mich immer sofort zu heilen, wenn ich angeschossen werde. Also meine Bagdad-Bomben auch oft zu verwenden. Den da oben müssen wir ausschalten. Der ist nervig, der oben geschützt. Der kann uns Probleme machen. Oh, oh, heilen, heilen, heilen. Nein! Nicht schnell genug geheilt. Der an der Blasterkanone war schneller da oben. Okay, wir müssen dringend den an der Blasterkanone oben ausschalten. Der stellt sich jetzt. Jawohl. Das müsst ihr erwischt haben. Nein, das hat ihn auch noch nicht erwischt. Gott, wie ich das hasse, wenn sie. Aber es ist immerhin noch ausgelegen. Dafür, dass die da oben alles gerade voll kämpfen, wundert mich das. Aber es ist auf jeden Fall eine feine Sache. So, nochmal ein bisschen Lebensenergie holen. Nicht, dass ich hier gleich wieder drauf gehe. Ah, voller Lebensenergie kämpft sich besser. Die habe ich jetzt aber leider nicht mehr, die volle Lebensenergie. So, nochmal. Nein. Der Rich B war es wieder. Richie B war es wieder. Haben wir jetzt sogar noch. War nicht hier gerade irgendwo? Ich kann nicht hier irgendwo. Was? Wo erfasst mich der Feind? Ich sehe den Feind nicht. Ich muss aber doch mal ausprobieren, ob man hier drauf kann. Kann man drauf? Ja, man kann drauf. Aber vorher wird man natürlich von der Blasterkanone da oben erwischt. Grrr. Grrr, sag ich da nur. Diese Deppen da oben mit ihren blöden. Die sind so nervig da oben. Naja, immer schön in Bewegung bleiben. Die sind tot. Besser für dich. Hm, nein. Ja, anscheinend haben sie sich jetzt mal wieder auf die andere Seite verlegt da oben. Schießen sie von der anderen Seite runter. Auch gut. Oder nicht gut für uns, aber wir haben es trotzdem noch geschafft, das Spiel momentan relativ ausgeglichen zu halten. Was heißt relativ, es steht 50 zu 52, was nicht schlecht ist. Oh, Infanteriegeschütz. Das ist natürlich auch eine edle Sache. Ja, das da gehe ich nicht hin. Mit dem Geschütz würde ich mich nicht rumärgern. Halt ein Infanteriegeschütz so hinstellen, dass es die Typen da oben trifft. Das wäre natürlich auch mal eine Sache. Ah, da ist ein Crate-Drachen. Hätte sogar da aus Palast. Hier ist ein Crate-Drachen-Kopf. Oder sowas da, was noch von ihm übrig ist. Jawohl. Haben wir etwa gerade oben alles. Nein, der hat auch schon wieder ein Schutzschild. Ich hasse sie alle. Ihr blöden Schutzschilden. K
Kackschutzschilde, ey. Kriegst doch die Wut bei den Dingern. So, ich glaube, der müsste eigentlich auch die oben fast treffen, hier, der hier. Ich meine, der ist so platziert, dass er auch die oben treffen kann, oder? Triffst du auch die oben? Das ist also ungeschlossen, ob du dich triffst, glaube ich. Schmeiß mal dem mal was dahin da vorne. Also ganz effektiv war es doch nicht gestanden. Er hat sich gerade auch gedacht, wo ist er? Nein! Hat sich auch gerade gedacht, wo ist er schon wieder gespawnt? Nico auf Zack. Ja, auf Zack war er echt. Oh, oh, 6 zu 7. Ja, ich weiß. Wir sind 4 hinten. Ich muss mich nicht auch noch immer dran erinnern. Jawohl. Dafür, dass ich gerade relativ schlecht gezielt habe, den noch zu killen. Passt. Kann man, bin ich zufrieden. In 2. In 2. Ja. Da waren leider 2. Da konnte ich mich auch gerade nicht so recht entscheiden, wen ich nicht zuerst killen soll. Ist da oben noch einer? Ne. Versuch's jetzt nochmal gegen die, die mich gerade eben gekillt haben. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal. Vorausgesetzt, die kommen natürlich auch wieder aus der Ecke. Aber momentan scheint es da relativ ruhig geworden zu sein hier. Ah, hier ist nichts mehr los. Ne, hier scheinen wir die Oberhand zu haben. Na dann. Sag ich auch schon die Oberhand. Nachdem das Spiel immer sagt Oberhand, ist, habe ich mir das auch schon angewöhnt hier. Nein! Ach, den erwische ich noch da vorne. Ich habe ihn zwar ein bisschen angekratzt, aber nicht so viel erwischt, wie ich ihn gerne erwischt hätte. So, Orbitalangriff. Nein! Da kommt er mit dem Sekundärfeuer um die Ecke. So, und jetzt machen wir mal was Lustiges. Was? So, genau da oben drauf, bitte. Nein, 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 nein. Ich bin in Deckung. Nein, es ist vorbei. Ah. Ich dachte, ich könnte den verkackten Orbitalantrieb-Griff mal oben drauf machen, jetzt wurde es doch nur noch 18-9. Lief eigentlich erst ganz gut, aber dann irgendwie, irgendwann lief es dann nicht mehr so gut. Egal. Egal, egal. Ja, Game Hunter XD. Mit dir habe ich auch viel Vergnügen schon gehabt. Und du mit mir wahrscheinlich auch. Was soll's. 2275 Punkte. KD war leider negativ. Ich habe jetzt nicht so brillant wie im letzten Spiel. Verloren haben wir trotzdem beide Spiele. Was soll's, was soll's. Nicht so dramatisch, dann machen wir es halt in der nächsten Runde besser. Ist auch witzig. Die Karte hier heißt Java Refugium? Oder ist Java Refugium die nächste Karte? Ne, Java Refugium heißt... Weiß es gar nicht. Weil hier siehst du ja eigentlich gar keine Javas. Also würde es mich wundern, wenn das hier Java Refugium heißt. Ich glaube, die heißt irgendwie anders die Karte, oder? Naja, werden wir gleich sehen, wenn wir in der nächsten Runde sind. Da werden wir das gleich erfahren. Wie die nächste Karte heißt. 8 Sternkarten verwendet, eine Ladung. Naja. Ne, dann war das echt gerade Java Refugium. Okay, na gut. Wir sind wieder auf Hot. Da ist es bekanntermaßen kalt. Ich glaube, hier ist aber eine enge Karte. Da wechsle ich sogar nochmal zum EE4. Glaube fast, da wechsle ich nochmal zum EE4. Ja. Da kenne ich nichts. Da wechsle ich eiskalt nochmal zum EE4. Eiskalt wechseln passt ja auch, wenn ich hier gerade auf Hot bin. Schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wie Hot so ausschaut. Wobei wir das ja auch schon jetzt eigentlich oft genug gesehen haben hier. Die Schönheiten von Hoth. So, und dann starten wir auch direkt rein. Sagen nochmal BAM hier im Kontrollzentrum der Rebellen. Schaltet möglichst viele dieser Sturmtruppen aus. Machen wir, machen wir. Da ist kein Gegner, mein Freund. Da bringt es nichts hinzuschießen. Ich spreche aus Erfahrung, glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung. Bringt nichts dahin zu schießen, wo keine Gegner sind. Naja. Er hat trotzdem gedacht, er schießt mal hin. Wollte ich ihm den Spaß nicht nehmen. Ah, hätte ich doch die andere Waffe nehmen sollen. Hier auf die Entfernung ist die nämlich gar nicht gut. Ein bisschen zu früh geheilt. Das war noch gar nicht so notwendig. Jawohl! Nein, nur den Assist. Ich habe gedacht, der von vorne killt mich, aber das war gar nicht der von vorne, der mich gekillt hat. Mich hat einer von oben gekillt. Oben stand nämlich einer drauf. Ein Schlawiner. Da oben stand er drauf. Oder habe ich schon wieder einen draufstehen gesehen? Da stand nicht nur einer drauf. So, hier waren noch gerade Leute, die geheilt werden wollten, aber ich kann gerade nicht heilen. Das tut mir natürlich leid. So, mein mein Fernseher wird hier gleich in 5 Minuten ausgeschaltet, das wäre schlecht. Jawohl, da ist der EE4 natürlich klasse bei solchen Entfernungen hier. Ich will mich selber hier heilen. Jawohl, da haben wir auch wieder eine Herausforderung abgeschlossen, weil wir 50 Karten benutzt haben. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, Thermal Imploder hätten wir ja auch noch im Angebot. Na, den werden wir doch bestimmt auch gewinnbringend los, denke ich mal.
Oder hier drinnen, so ein Thermalimploder. Da freut ihr euch doch da drinnen, das weiß ich doch. Oh, keiner hat sich über meinen Thermalimploder gefreut. Oh. Finde ich schade. Dafür habe ich mich dann umso mehr über den gefreut. Wenn er nur noch jemanden gekillt hätte, dann wäre er natürlich noch. Wäre es noch schöner gewesen mit ihm. So, ihr lauft jetzt mal schön vor. Ich laufe schön hinterher. Da habe ich nämlich gerade alle hier gesehen da oben. Da werfen wir gleich mal was hin. Hier werfen wir mal was Heilenmäßiges hin. Genau, dann wäre nämlich. Wo springst du hin? Oh Gott, ich dachte, er springt schon runter. Das wäre nicht so clever gewesen, aber er ist nicht runtergefallen. Jawohl. War sogar ein Spitzenspiel. Hat aber echt lange gedauert, den auszuschalten. Er hat auch schon wieder irgendwelche Verstärkungssachen gehabt oder so. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall für meinen Geschmack zu lange gelebt, der Kerl. Okay. Ich glaube, hier Stinky ist weg, oder? Ah, hier ist es schon wieder so ruhig geworden. Keiner will vorgehen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, machst du gut. Siehst du, deswegen geht man nicht vor. Mann. Mich hat auch erwischt, aber immerhin habe ich noch den Kill gemacht, was dem anderen nicht vergönnt war. Manchmal muss man auch ein bisschen die anderen vorlaufen lassen. Ist zwar gemein, aber man muss auch ein bisschen taktisch spielen hier. Wobei natürlich es eigentlich hier darum gehen sollte, dass möglichst wenige von uns sterben. Das war ein Kopfschuss. Das war aber auch mehr Glück als Verstand, dass das ein Kopfschuss war. Hui, ausgewichen. Wie gesagt, Doppelkreis drücken, weil immer wieder Leute fragen, wie man ausweicht. Auf der PS4 einfach Doppelkreis in eine Richtung drücken. So weicht ihr aus. Ich kann es nur immer wieder betonen. Als Meister des Ausweichens. Nein. Ich bin bestimmt kein Meister des Ausweichens. Benutzt es eigentlich auch relativ selten, die Rolle. Da liegen ein paar schwarze Gegner, die aber auch schon tot sind. Den habe ich gesehen. Wo will er hin? Nein, der geht außen rum. Kommt der denn da überhaupt noch außen rum? Wo ist er hin? Da ist er hin. Hä? Wo soll das denn hin? Wo ist der hin? Ich stehe es nicht. Dann war er weg. Auf einmal war er weg, der Schlawiner. Da ist noch eine Granate hin. Ah, Mist. Gedacht, die Granate, dann ist er sicher tot, aber leider hat der andere ihn dann doch schon vorher gekillt. Sagt die Statistik, 4-3. Ja, mei. Momentan, wieso verlieren wir eigentlich jede Runde? Also ich bin nicht Letzter, also ich sehe den Grund zumindest nicht immer bei mir. Aber ich sterbe trotzdem zu oft, das ist immer noch... Ja, so weit kann ich nicht schießen. Dafür bin ich nicht geeignet. Da steht einer. Hey. Hab gedacht, kannst du es da hinten abräumen. Aber im Nahkampf habe ich die bessere Waffe. Das kannst du mir glauben. Was da? Da war noch einer? Da war noch einer? Nein. Wo war denn da noch einer? Die siehst du ja gar nicht da drinnen. Wie gemein. Hat da einfach noch einer gestanden? Ich glaub's ja nicht. Nein, nicht. Ja doch, das war das. Diesmal war es die richtige Granate. Aber das ist. Das heißt, der ist auch tot. Okay. Na dann. Ich würde dich gerne heilen, aber ich kann dich gerade nicht heilen, weil meine Heilung noch nicht mehr aufgeladen ist, leider. Schauen wir mal, ob da noch jemand rauskommt. Du läufst vor. Komm, du läufst vor. Danke fürs Heilen. Da läuft doch einer. Da läuft doch schon einer. Jawohl, der EE4 macht wie immer Spaß. Der EE4 läuft. Na komm, mach deinen blöden Schild aus. Mach deinen Kackschild aus. Ich warte nur drauf. Ich sehe dich. So, aus ist der Schild. Mal schön heilen, bevor der andere mich trifft, der da auch noch rumgelaufen ist. Da kommt jetzt alle rausgerannt hier. Ja, gleich den nächsten Kill mit dem EE4 gemacht. Nein! EE11er ist leider auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, wir liegen 3 hinten. Ich bemühe mich ja. Ich habe 8-5. Mein KD ist positiv. Wenn alle eine positive KD von uns hätten, würden wir nicht hinten liegen. Vor allem würden wir nicht verlieren. Naja. Mal hochhüpfen. So, was kriegen wir denn hier schönes? Eine Umgebungsmine. Auch die hat uns schon das ein oder andere Mal viel Freude bereitet. Richtig platziert ist das Ding nämlich auch Gold wert. Ah, ein bisschen zu weit weg. Ich wollte es eigentlich direkt am Gang platzieren, aber... Naja, wenn jemand hier auf die Seite rüberläuft, könnte es ihn trotzdem erwischen. Vor allem, die bleibt ja echt lange liegen eigentlich, die Umgebungsmine. Ah, wo ist es hier schon sicher? Wo ist es hier schon sicher? Jawohl. Oh, da kam noch irgendwas runtergeflogen. Das war, glaube ich, nicht von dem da, was da runterkam. Na, da hinten ist auch noch was geboten. Okay. Da mal nichts wieder hinlaufen. Nee, anscheinend auch nichts mehr los. Na, dann halt nicht. So, lala. Mal hier ab durch die Mitte, was ungefähr das Dämlichste ist, was man machen kann, weil ich da immer drauf gehe, wenn ich fast durch die Mitte laufe. In dem Fall aber nicht. In dem Fall hat es funktioniert. Jetzt sehe ich da oben. Oh, vielleicht soll ich mich auf die fokussieren, die ein bisschen näher dran sind. Was? Was leckt der da rum? Achso, der hat das Geschütz genommen, deswegen hat er so kurz da rumgeleckt.
Ah! Viel zu spät gesehen. Viel zu spät gesehen. Also ich war so halb im Umdrehen, wo ich dann... Ich hatte den Finger zumindest schon auf dem Abzug drauf, aber... Schlüssel kommt von da. Dann gehen wir doch dahin. Und machen auch direkt den Kill. Ja, EE4 ist schon geil. Wenn er trifft, im Nahkampf, da haut er einfach alles weg. Oh, 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 wie, was habe ich noch gesagt? Durch die Mitte laufen ist immer tödlich. Ja, ist auch immer tödlich. Deswegen verlieren wir auch, wie ihr gerade seht. Mano. Schade, schade, schade. Aber ich befürchte, die Runde ist nicht mehr zu retten. So schön es auch wäre, hier nochmal den Unterschied zu machen. Alles zu ändern. Den Rebellen zum Sieg zu verhelfen. Wird alles nichts helfen. Wird alles nichts helfen. Jetzt rennt er einfach weg, wenn ich ihn heilen will. Kann ich dir aber auch nicht helfen. Keiner? Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Da in der Mitte ist ja meistens immer was geboten. Der war näher dran. Yeah. Der war definitiv näher dran. Ah, mit dem Battle spiele ich gerade mit dem da. Wow, ich bin hier gerade echt als Killstealer unterwegs. Zweimal so ein Kill richtig abgeräumt. Aber hier zählt ja jeder Kill. Hier geht es um jeden Kill. Möglichst schnell. Wie gesagt, wir liegen hinten. Oh, jetzt haben wir nochmal aufgeholt. Ganz gut. Jetzt heil den doch mal. Jetzt habe ich es jetzt wieder gehalten. Wir haben es fast geschafft. Durchhalten. Ah, jetzt ist. Vielleicht können wir jetzt noch mal den Unterschied machen. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall drauf gehen. Jetzt ist es richtig spannend. Oh Gott, hier sind die Gegner vorne. Nein. Ich gehöre noch zu denen, die da drauf gehen von uns. Das gibt's nicht. Und wieder gegen Game Hunter. Ah, Panik. Nein, drei fehlen ihn noch. Wir müssen hier aufholen. Alles nach vorne werfen. Oder zumindest die guten Leute nach vorne werfen. Oh nein, sie brauchen nur noch einen. Okay, das ist vorbei. Ich war der eine. 13 zu 9. Ja, Mai. Was soll man da noch sagen? Vermutlich das nicht Mai ist, sollte man das sagen. Ja, der Game Hunter. Ja, Mai. Sag ich schon wieder, ja, Mai. Naja, ein paar Pünktchen gab es zumindest. Für die sind wir dankbar. Wir müssen ja dankbar für jeden Punkt sein, den man so bekommt. 665 Credits haben wir mehr. Bei unseren Huttenaufträgen hat sich nichts getan, aber die verfolge ich momentan eigentlich auch nicht, die Huttenaufträge. Bin ja momentan hier eher so ein bisschen wieder auf Punkt dieser Auszeichnungspunkte, haben wir nochmal 3000 bekommen. Na, ausgezeichnet würde ich sagen, ausgezeichnet. Naja, Sternkarten haben wir 13 verwendet. Dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle nochmal eine kleine Pause, sehen uns im nächsten Part. Dann wahrscheinlich mit Walker Assault, also Kampfläuferangriff. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung, was ich als nächstes spiele. Auf jeden Fall spiele ich als nächstes wieder. Vielleicht spiele ich auch mal wieder mit Lin 16 und Lukas, wenn die Zeit und Bock haben. Kann ich auch noch nicht sagen, was als nächstes passiert. Aber es passiert etwas, es wird natürlich weitergehen. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Und mögen die Stormtrooper, oder die Snowtrooper in dem Fall besser, mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.